Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Wir nehmen euch heute wieder mit durch unseren Alltag und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Ich wollte gerade so einen Schneeanzug rausholen, weil, Leute, ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber bei euch sieht das Wetter bestimmt ähnlich aus. Guckt euch das mal bitte an. Es schneit einfach. Also ganz komisches Wetter. Heute ist jetzt 2. April und bei uns hat es heute angefangen mit Schneien. Ich weiß, dass in manchen Regionen schon gestern und vorgestern angefangen hat mit Schneien. Also ganz komisch, oder? Jetzt suche ich ihr mal noch eine Mütze raus. Das letzte Mal, als es nämlich geschneit hat, war sie 6 Monate alt. Und ja, da fand sie das noch nicht so cool. Jetzt wollte ich sie mal raus aus dem Balkon setzen und mal gucken, wie es ihr gefällt. Sie ist aber schon ein bisschen müde, deswegen ist sie schon ein bisschen grumpy unterwegs. Also so gute Laune hat sie nicht mehr. Aber danach kann sie eine schöne warme Milch trinken und dann geht's auch ins Bett. So, Nea ist fertig gemacht. Schau mal, wie hübsch. Guck mal, schneit. Gehen wir da mal raus? Komm, wir probieren es mal. Die hat ihre Handschuhe drin. Ui, geil. Und so, Nea, wie fandest du? War cool, gell? Das war cool. So, jetzt aber schnell wieder rein. Mama ist kalt. Jetzt hingelegt. Viel hat sie nicht mehr getrunken, aber sie murmelt sich jetzt in den Schlaf. Und nachher hat sie ja dann noch Oma-Opa-Tag. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und Wäsche muss ich auch noch machen. Hier stehen auch noch meine Tortellini von gestern. Wir waren nämlich gestern beim Italiener mit Sonea essen. Das hat so Spaß gemacht. Die Kellner schwärmen ja auch immer für Sonea. Wie ihr sehen könnt, die süße Maus ist jetzt auch eingeschlafen. Mit der Ente ganz alleine. Das macht sie ganz klasse. Nea, was machst denn du da auf Papas Stuhl? Oh oh. Ja, oh oh, denke ich mir auch gerade. Sonea sagt, sie hätte was anderes gezogen. Dann hättest du gewonnen. Sonja hat keine Ahnung gerade. Ich werde jetzt mal noch Sonjas Wechselklamotten einpacken. Ich habe nämlich gerade Kevins Mama angerufen. Die meinte, sie braucht noch Wechselkleidung. Das heißt, wir nehmen von allem ein bisschen mit, ein Halstuch. Wir nehmen ein anderes, weil das finde ich zu schön. Nehmen wir das hier, ein Halstuch. So. Dann einen langen Body. Nehmen wir den hier mit Mickey Maus mit. Und dann noch eine Hose. Welche nehmen wir da? Welche passt denn zu Mickey Maus? Rote eigentlich. Nehmen wir die hier von Kevins Jogginganzug. Nehmen wir ja wieder ihren Einhornrucksack. Den hatten wir auch gestern mit im Restaurant. Voll süß. So, was ist hier noch drin? Ihre Babykekse. Den brauchen wir erstmal nicht. Hier ist auch noch ein Body, ein Langarm-Body. Quetsch ist auch noch drin. Brauchen wir aber unbedingt ihren Schlafsack. Und die Ente. Ohne die Ente geht gerade nichts. Essen meinte, sie hat sie da. Milchpulver hat sie da. Gut. Dann nur noch Wechselkleidung. Was ich ihr jetzt auch noch mit einpacke, sind die Lunafini und ein bisschen Dentinox, weil ich nicht weiß, ob Kevins Eltern noch genug haben. Dann kann sie da auch in Ruhe schlafen. Das mache ich denn hier vorne rein. Wir sind jetzt extra nach Rossmann gefahren und haben jetzt eine Einser mitgenommen zum Übergang, weil die Pre ist überall einfach ausverkauft. Bis wir wieder eine Pre finden, kriegt sie halt die Einser. So viel Milch kriegt sie jetzt zum Glück tagsüber nicht mehr.
Aber wenn ich dran denke, dass wenn ich wirklich jetzt darauf angewiesen wäre, das wäre echt eine blöde Situation. Kevin will mal was ausprobieren für Sonea. Ein anderes gute Nachtbad, hat das auch einen Geruch? Ja. Mit Lavendel und Kamille. Und das hier, Pantanol und Kamille. Das ist ein Waschgel und Shampoo. 1,79 und 2,39. Oh, hast du sogar gemerkt. Ja. Was ich auch gut finde, dass die Rossmann Öko-Windeln in Papier eingepackt sind. Das ist besser als die Plastikverpackungen. Schaut mal, Kevin hat so eine Reiswaffeln gefunden. Ich habe gleich eine Tüte mitgenommen. Und ich gucke hier gerade, was es noch so gibt, Leckeres. Hier gibt es ja so ein paar Sachen, die wir sonst bei DM nicht mitnehmen. Weil zu Rossmann fahren wir ein bisschen länger. Und Kevin guckt auch gerade noch nach Essen. Und ich gucke nach ein bisschen was zu naschen. Kakao und Dattelstückchen. Ist ja nicht so meins. Irgendwie sieht das hier voll interessant aus. Hier, Kürbis und Karotte. Wir suchen uns mal was raus. Sonea liebt ja dieses Kakao-Banane von Baby Vita. Und das haben wir auch gerade von Baby Dream gefunden. Mal sehen, wie sie das findet. Einfach mal ausprobieren. Jetzt brauchen wir auch noch was zum Mittag. Gibt es ja eine Auswahl. Ich würde gerne mal Baby Dream probieren, weil sie mag Baby Love ganz gerne. Mal sehen, was sie dann zu Baby Dream sagt. Wir sind wieder zu Hause und ich zeige euch mal unsere kleine Ausbeute von Lidl und von Rossmann. Wir mussten ja extra zum Rossmann fahren, weil es beim DM keine Milupa mehr gab. Und dann gab es einfach bei Rossmann auch keine Milupa Pre mehr. Ja, ist alles ein bisschen doof gerade. Aber ich zeige euch mal die kleine Ausbeute. Wir haben hier 3 Gurken für Gurkensalat. Dann haben wir hier so ein Maishähnchen. Das wird nur mit Mais gefüttert und auch ohne irgendwelche Antibiotika gefüttert. Deswegen, das ist ein Essen. Dann möchte Kevin eine Suppe machen. Dafür haben wir noch Suppengemüse geholt. Dann haben wir eine Gnocchi-Sahne-Spinatpfanne geplant. Die sind dann auch die Gnocchis für die Spinaten-Gnocchi-Pfanne. 2 Salami für Sandwiches, 1 Bueno für mich. Dann hatte ich mal wieder Lust auf diese Weizen-Toastbrötchen. Habe ich einmal mitgenommen und normale Weizenbrötchen. Dann Remoulade für die Fischstäbchen. Die sind hier. Und 1 Mini-Cordon Bleu habe ich mitgenommen, weil Kevin nächste Woche 2 Tage nicht da ist. Deswegen, für mich koche ich nicht alleine, deswegen habe ich mir das jetzt mitgenommen. Und 1 Kroketten, noch 1 Milch, dann für den Gurkensalat so ein Ziegenkäse ist das, glaube ich. Und weil wir auch noch überbackenen Schafskäse machen wollten, hat sich die große Box jetzt hier mehr gelohnt als die kleine. Dann 1 so eine Creme zum Kochen, 1 Rotkäppchen für mich, Frischkäse, dann 1 so ein Joghurt, daraus mache ich mir immer Eis, für Kevin Chips und ich glaube, ach ja, das letzte ist noch Gewürzketchup. Genau, und das reicht dann jetzt für eine Woche. Dann brauchen wir erst wieder nächstes Wochenende einkaufen gehen. Und bei Rossmann haben wir auch einiges gefunden, wie gesagt, die Milupa 2 für die Nacht. Und eigentlich wollten wir wieder Prä kaufen, wie die hier. Gibt es aber leider nirgendwo. Wir waren im DM und im Rossmann. Ja, jetzt mussten wir halt die 1er mitnehmen. Ich bin ganz froh, dass Sonea nicht mehr so oft die Flasche nimmt tagsüber. Ich glaube, nur noch 3 Mal kriegt sie. 2-3 Mal zum Schlafen. Ja, es ist halt eine blöde Situation, wenn ich mir vorstelle, dass sie wirklich so viel von dieser Milch braucht. Und dann gibt es die nicht. Es ist echt gerade wieder ganz blöd und in vielen Läden ist halt auch wieder keine Begrenzung drin. Das heißt, die Leute kaufen und kaufen und kaufen, was ja auch verständlich ist, weil manche dann auch Angst haben, dass ihre Kinder kein Trinken haben. Aber es ist halt, da muss wieder eine Begrenzung rein, ganz ehrlich, Leute. Das ist doch nicht normal. Naja, dann haben wir Reiswaffeln, Himbeerjoghurt, die mochte sie ja so, so gern und die von Hip, die sind ihr einfach zu himbeerig, sage ich mal, die haben zu viel Geschmack. Und die findet sie richtig lecker, deswegen haben wir die jetzt bei Rossmann gefunden und wieder mitgenommen.
Dann für uns was zu trinken. Kevin hat sich Lime-Mint-Kiss mitgenommen und ich mir nur Cola. Dann hat sich Kevin das hier ausgesucht für so näher. Mal ausprobieren. Ich wollte mal riechen, wie das riecht. Oh ja, das riecht lecker. Da benutzen wir sonst immer das von Baby Love. Und das riecht irgendwie ähnlich. Genau, und dann noch dieses Waschgel und Shampoo wollte ich einmal ausprobieren. Dazu gab es auch einen Rabattcoupon in der Rossmann-App. Und wir haben auf alles sowieso 10% nochmal bekommen. Dann hat sich Kevin von L'Oreal Man Expert wieder sein Pure Carbon Shower-Dings hier ausgesucht. Und zu den Gläschen, da haben wir jetzt wieder Armbrei, Banane, Kakao und nochmal Keks, Banane. Genau, von jedem zwei. Das isst ja super, super gern. Und dann haben wir jetzt hier einmal von Baby Dream Guten Abend Milchbrei, Kakao, Banane mitgenommen. Mal gucken, ob sie das auch mag. Und noch vier Mittagsgläschen Pasta mit Gemüse, mit fruchtiger Zitronensauce. Dann einmal die Süßkartoffelpfanne mit Gemüse. Einmal Ratatouille. Und Schinkennudeln mit Gemüse. So näher mag nämlich die von Baby Love richtig gerne. Und jetzt wollte ich mal probieren, wie die von Baby Dream sind. Und das sind auch ein paar neue Zusammensetzungen mal. Wie gesagt, richtig ärgerlich, dass es die Pränahrung schon wieder nicht gibt. Aber haben wir noch Hähnchen? Wusste ich's doch. Er wollte nämlich so ein Hähnchending mitnehmen. So eine große Platte, so ein Kilo Hähnchen ist das, glaube ich. Aber ich wusste, dass wir noch was haben. Ja, wie gesagt, es ist ärgerlich, dass es die Prä nicht mehr gibt. Wie gesagt, die Leute kaufen halt gerade en masse und es kommt nichts nach. Aber jetzt haben wir erstmal die Einzel gekauft. Und wenn wir das nächste Mal Prä finden, dann nehmen wir wieder Prä mit. Ja, jetzt müssen wir das einräumen. Kevin ist schon dabei. Hallo. Ich werde jetzt einfach überbackenen Schafskäse machen. Dazu nehme ich jetzt einfach hier zwei Käseplatten raus, schnibbel da ein bisschen Kartoffeln rein und unseren Rest Tomaten, dass die auch noch wegkommen. Ein bisschen Öl drüber, ein bisschen Gewürze und dann ab in den Ofen. So sieht es bis jetzt aus. Ich habe Kartoffeln geschnitten, Tomaten, ein bisschen gewürzt und jetzt kommt noch ein guter Schuss Öl drüber. Bloß nicht zu geizig sein. Obwohl, doch, jetzt ist ja Öl wieder überall ausgegangen. Ein bisschen durchrühren. So. Der Ofen heizt auch schon vor. Das heißt, ich kann das jetzt schön reinstellen. Und das braucht circa jetzt eine halbe Stunde, weil der Schafskäse, der muss ja auch erstmal ein bisschen braun werden. Wir sehen uns später. Ich hatte auch eine Frage auf Instagram erreicht, und zwar, wo dieses Spieltrapez her ist, was ich in einem Video abgebaut hatte. Das ist dieses Spieltrapez von Miffy. Ich kann euch jetzt leider nicht die andere Seite zeigen, wegen meiner Adresse. Aber da sind halt so verschiedene Hängeelemente dabei. Und hier an der Seite kann man dann auch die Blöcke hin und her schieben. Das ist für 0 Monate plus. Und ja, so näher hat das geliebt und es ist halt aus Holz. Das fand ich halt besonders schön. Ich hatte das auf Amazon gekauft und wenn ich es wiederfinde, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall in der Infobox. Aber ja, ich hatte dazu eine Frage bekommen und das ist dieses Spieltrapez von Miffy. Ich habe gerade noch Windelwäsche reingeschmissen und habe jetzt geguckt, ob wir noch genug haben. Ja, haben wir auf jeden Fall. Wir benutzen ja auch Überhosen. Deswegen, das reicht noch, bis die anderen dann trocken sind. Was ich auch gerade richtig schön fand, als wir im Rossmann waren, da war eine Familie, die haben halt miteinander geredet und da hatte die Frau zu ihrem Mann gesagt, ja, ich habe jetzt noch zwei Windelpackungen eingepackt. Und da hatte Kevin dann so richtig zu sich selber halt in seinen Bart so reingemurmelt, ja, die wissen gar nicht, was sie mit den schönen Stoffwindeln verpassen und so. Ich fand das irgendwie so süß, dass Kevin da halt auch so hintersteht und auch so mit Freude mit Stoff wickelt. Das fand ich irgendwie richtig toll. Ich meine, jeder das Seine, jeder kann wickeln, wie er möchte, aber ich fand das halt irgendwie schön, dass Kevin das auch so mag. Unser Essen ist fertig. Der Käse hat jetzt die perfekte Bräune und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich würde mich dann auch erstmal von diesem Video von euch verabschieden und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!